Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Tagesorakel für Samstag, den 10. August. Und ich möchte mich natürlich bei euch bedanken für eure Unterstützung, für eure Likes, für eure Abos, für eure lieben, lieben Kommentare, für eure Kanalmitgliedschaft und natürlich auch für eure Wertschätzung. Ich hatte wieder etwas erreicht. Ja, ein Engel für dich. Ich würde sagen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich und natürlich. Schaut euch das an. Wir nehmen das natürlich hier auch gleich in unsere Legung mit auf, oder? Ich finde es herrlich. Ich kann einfach immer wieder nur sagen, vielen, vielen Dank. Die nächsten Tage werde ich auch einige Kartendecks von mir unten verlinken, wenn ihr da Interesse habt. Ich werde hier so ein Partnerprogramm bei Amazon beitreten. Vielleicht interessiert euch das, ja? Okay, so viel mal dazu. Jetzt möchte ich natürlich gleich schauen, was ich zeigen möchte, aber auch dieses Thema Single Ball, wo ich euch gefragt habe. Vielen Dank dazu für eure Antworten. Freut mich wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich bin auch der Meinung, wir lassen das hier so. Ich habe hier zwar Energien intensiver, wenn ich es auf die Ahnung habe. Auf die Hand nehme für mich persönlich, aber ich fühle auch die Schwingungen, wenn ich es hier auf den Tisch lasse. Und das ist mir ehrlich gesagt auch lieber. Ja, es klingt für mich heller, lichter. Ich weiß nicht, so empfinde ich es einfach. Okay, und wie gesagt, vielen Dank nochmal für eure Teilnahme an der Umfrage. Ja, und jetzt schauen wir weiter. Stimmen wir uns wieder ein, oder? Auf den Tag, auf die Legung. Auch heute natürlich bitte ich wieder die geistige Welt um Schutz, um Unterstützung, Beistand und um Führung für jeden Einzelnen von uns und natürlich auch für meine Legungen. Wunderbar. Und jetzt schauen wir gleich, welches Krafttier, ja, welches magische Krafttier wird uns denn hier heute begleiten, uns unterstützen. Schauen wir einfach mal, was ich hier so zeigen möchte. Ja, ein kleines magisches Krafttier, das uns hier auf dem Weg in den Tag, ins Wochenende, ja, es ist Samstag begleitet, das uns vielleicht Hinweise gibt, kleine Ratschläge. Schauen wir einfach mal. Welches Krafttier wird es denn heute sein? Oh, das ist ja hübsch. Es ist das Reh und es ist der Reiher. Also die Einsamkeit und Rückzug. Das Reh ist ein zierliches und scheues Tier. Es zieht sich ja zurück. Also zieh dich in die Einsamkeit zurück, wenn du Ruhe brauchst. Vielleicht gehst du in den Wald. So, wo das Reh ja zu Hause ist. Finde einen Wohlfühlort, der dir Kraft und Energie spendet. Also ich habe hier so meine eigenen Wohlfühlorte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe einen bestimmten Wasserfall. Ich habe ein bestimmtes Waldgebiet. Also schaut mal, wo fühlt ihr euch wohl, ja? Wo wird euch Kraft und Energie gespendet? Und wenn du deinen inneren Frieden gefunden hast, siehst du dein Leben mit Klarheit, ja? In der Einsamkeit finde ich die Kraft, mein Leben zu genießen, wieder zu mir zu finden, ja? In die Ruhe einfach zu kommen. Und der Reiher, die Balance, ja? Es ist wichtig, wieder in die Balance zu kommen. Also Rückzug ist angezeigt. Sich mal wirklich auf sich selbst konzentrieren. Ja, die Ruhe wiederfinden. Und der Reiher steht häufig auf einem Bein, ohne umzukippen. Achte auf mehr Gleichgewicht in dein Leben. Vielleicht gibst du zu viel, vielleicht arbeitest du viel und hast zu wenig Ausgleich. Ja? Also da nochmal schauen. Finde die Balance zwischen Ruhe und Aktivität. Wenn du zu deiner Mitte zurückgefunden hast, wirst du mehr Lebenslust empfinden. Wenn ich ausgeglichen bin, fühle ich mich wohl und glücklich. Also es geht hier wirklich um Ausgleich, um das Gleichgewicht zu finden, um Ruhe zu finden, um wieder Klarheit zu erlangen, um wieder, ich möchte sagen, mit mehr Lebensfreude, mehr Lebenslust voranzukommen. Das ist, was ich hier als Mitteilung von den beiden erhalte, ja, von dem Reh und dem Reiher. Sehr interessant. Und jetzt schauen wir natürlich auch gleich nach. Ja, wir haben hier die neuen Karten, ein Engel für dich. Möchte ich natürlich hier, auch gleich, hoppala, fällt gleich rein. Ja, möchte ich natürlich auch gleich dazu nehmen.
schauen wir mal, was sich hier zeigt. Wenn wir gleich die Karte reinfällt. Engel der Heilung. Oh, ist das schön. Genau, das ist auch die Karte, die reingefallen ist hier. Engel der Heilung. Ich lasse alles Belastende los. So strömt alles heilsam in mein Herz. Möge der Engel der Heilung mit mir sein und meine Zellen durchlichten. Ja, ist hier noch ein bisschen das Wachs von auf die Kerze fallen. Und genau das ist die Karte auch gewesen. Also loslassen, wieder ins Gleichgewicht finden, wieder Heilung zulassen, ja, indem man sich vielleicht zurückzieht, ja, kann man wieder in die Balance, indem man loslässt, ja, die Heilung zulässt, wird sich einiges lichten. Heißt aber auch, wird man wieder in die Balance kommen. Also sehr schön. Da kann natürlich jetzt wirklich heilsam wieder auf uns zukommen, sehr viel Heilsames. Schauen wir mal, was uns die Lichtbotschaften hier mitgeben möchten. Vielleicht auch hier eine wichtige Botschaft. Öpfele, fliegt gleich raus. Schauen wir mal. In jedem Augenblick deiner Existenz kannst du dich an die Frequenz deiner positiven Zukunft anbinden. Ja, positive Zukunft ausrichten, manifestieren. Immer das Positive, ich würde sagen, manifestieren. Jetzt ist dieser Monat, August ist auch eine Zeit, wo man wirklich vieles positiv manifestieren kann, erreichen kann, wo Wunder geschehen können. Ja, also wirklich auch hier nochmal. Jeden Augenblick deiner Existenz hast du die Möglichkeit, ja, in diese Richtung auszurichten. Schauen wir mal, was uns die Elben noch mitgeben möchten. Welche Botschaft erreicht uns hier noch? Uppala. Die springen heute, das ist ja Wahnsinn. Neue Kräfte, neue Perspektiven werden durch Meditation in dir geweckt. Ja, genau. Engel der Heilung. Meditation, Rückzug. Etwas manifestieren, wieder in die Einsamkeit gehen, in die Ruhe, wieder meditieren, wieder einfach zu sich kommen. Ja, auch hier nochmal die Bestätigung. Ich finde es einfach herrlich. Und jetzt schauen wir mal, was uns die Liebe der Engel mitgeben möchte für heute. Hier haben wir Verstehen und hier haben wir auch den Schutz. Wir haben eine Schutzkarte der Engel. Also das finde ich hier schon mal sehr, sehr schön. Ja, und es geht hier natürlich auch ums Verstehen. Ja. Ich würde sagen, das Verstehen heißt natürlich auch, dass dieses Lichtwesen hier, ihr seht ja, wie wunderbar das aussieht, dass sich die dabei unterstützen möchte, zu erkennen und zu verstehen, worum es in deinem Leben jetzt vielleicht gerade geht. Ja? Sie will dich dabei unterstützen, dieser Engel, diese Anmut, ja, dieser Engel des Verstehens. Und seine Anmut und Großzügigkeit, mit der dieser Engel auf die Menschen schaut, möchte er mit dir teilen. Ja? Sein Licht trägt dich in deine Mitte und er bittet dich, sieh und versteh mit deinem Herzen. Schau dir das große Ganze doch an. Betrachte dich in ihm. Ja? Verstehst du das Verhalten anderer nicht, dann beachte ihre Sichtweise. Versteh mit dem Herzen, dass jeder Mensch einzigartig ist und seine Lebensgeschichte hat. Ja? Du kannst diese nicht, ja? Du kennst diese nicht und du wirst sie auch nicht erkennen, wenn du dein Herz dafür nicht öffnest. Ja? Bitte sei etwas tolerant und großzügig. Es kann sein, dass etwas in dein Leben gibt auch, dessen Sinn du vielleicht noch nicht verstanden hast. Warum gerade das dir jetzt passiert, kann natürlich auch sein. Warum gerade du jetzt? Ich möchte sagen, dann bringt dir dieser Engel heute Erkenntnis. Ja? Ich finde es herrlich, diese Botschaft. Und der Engel des Schutzes, weil ich würde sagen, besser kann es doch gar nicht sein, ja, den Engel des Schutzes. Also du bist beschützt, was immer hier auch gerade, sage ich mal, passiert. Ja. Der Engel des Schutzes sagt, vertrau, ich bin dein Schutzengel, möchte dir durch diese Karte sagen, wir sind immer da, behüten dich und schützen dich, ja. Und denk dran, jeder Engel hat mehrere Schutzengel. Sie sind seit Anbeginn deiner
Zeit an deiner Seite und ihre Aufgabe ist es, dich zu behüten, dir immer nah zu sein. Also bitte deine Engel, ihre Aufgaben an deiner Seite zu erfüllen und gib ihnen die Möglichkeit, für dich zu wirken. Ja? Auch die Möglichkeit geben. Die Engelwelten dürfen uns erst dann unterstützen, wenn wir sie darum bitten. Ja? Jeder Mensch hat einen freien Willen und auch die Engel dürfen sich nicht über diesen hinwegsetzen. Fühlst du dich im Moment einsam? Hat es für dich den Anschein, als seien deine Engel sehr weit weg? Diese Karte sagt dir, du bist nie alleine. Die Hände deiner Engel sind ewig über dir und sie leiten dich. Also bitte deine Schutzengel um Zeichen, damit du ihre Präsenz spürst. Also ich erhalte momentan ganz intensive Zeichen, vielleicht geht es euch auch so. Und wenn nicht, dann bitte doch darum um Zeichen, ja? Es kann vielleicht eine sanfte Berührung sein, ein Wort, ein Gedanke, ein Gefühl oder ein Lichtfunken, eine Münze. Ja? Es kann sein, dass diese Karte ein Hinweis auch nur darauf ist, dass dein Schutzengel dir in einer Situation, die dich beschäftigt, helfen könnte oder helfen will. Ja? Also bitte sie, dir zu dir zu kommen. Öffne dich und mach dir bewusst, dass du niemals allein bist und dass du hier Schutz und Unterstützung und Hilfe hast von den Engeln. Ja? Du musst vielleicht nur darum bitten. Einfach nur ein Bitte. Hilf mir bei dieser schwierigen Situation. Ja? Vielleicht gehst du da ein bisschen in die Natur und entspannst dich, ziehst dich zurück, damit du hier vielleicht dir Zeit nimmst, um eine Bitte auszusprechen. Um vielleicht aber dir klar zu werden, was du dir eigentlich wünschst, was du dir ersehnst. Vielleicht ist auch das wichtig. Ja? Geht es vielleicht ums Materielle? Geht es hier um Behördenthemen, Konzerne? Geht es hier um Abgrenzung? Geht es hier um das Gefühl des Alleinseins? Geht es hier vielleicht auch darum, dass du dich eingeschränkt fühlst? Einsam fühlst. Das kann man jetzt beenden, du kannst wieder ins Fließen bringen. Hier heißt es auch nochmal Behörden, materielle Behördenthemen, ja, kann Finanzamt und dergleichen sein, kann man jetzt beenden. Ich sehe das gerade nicht, entschuldigt bitte. Jetzt ist es besser, gell? Also hier geht es mit dem Fischen um materielle Themen, Finanzen. Hier geht es aber um Seelenleben. Ich sehe es eher hier für materielle. Hier geht es um Behördenthemen, vielleicht Finanzbehörde. Kann man etwas beenden, das vielleicht euch schon lange auf der Seele liegt? Ja? Das euch schon lange beschäftigt und jetzt könnte man es wirklich beenden. Ja? Kann Behördenthemen sein, Finanzthemen sein, kann aber auch Finanzbehörden sein. Etwas kann jetzt beendet werden. Ja, das abgeschlossen werden. Ja, da dürft ihr aktiv werden. Und auch dein Gegenüber schaut hier schon wieder in die Ruhe, in die, ich möchte sagen, in den Frieden hinein. Vielleicht ist es, wenn du das aktiv jetzt abschließt, vielleicht hilft dir hier auch ein Gegenüber einher. Und dadurch kommst du wieder zu deiner Mitte, zu der Ruhe. Ja, lässt los. Und bringt dir her wieder Hoffnung. Auch das ist hier, ja, Hoffnung. Also innere Balance, komm in die Ruhephase. Hier Ende einer Transformation. Etwas wird ausgebremst. Man ist etwas müde vielleicht. Man ist aber auch an einen toten Punkt angekommen. Man ist hier wirklich erschöpft. Man möchte hier Stillstand oder eine Beendigung. Ja, ja, deswegen grenzt man sich vielleicht ab, weil man Ruhe braucht. Ja. Damit es dann wieder fließen kann. Ja, die Aktivität fällt hier in den Stillstand dann vielleicht auch, weil man in den Ruhephases geht, weil man hier die innere Balance, die Ruhe, die, ich möchte sagen, die goldene Mitte hier wiederfinden möchte, weil man wieder in die Harmonie kommen möchte. Und das in Kürze, vielleicht braucht es eine kurzfristige Auszeit für dich, ne? Dass du dich hier abgrenzt, dass du ein bisschen Stillstand reinkommst, dass du hier ein bisschen Ruhe, Frieden, goldene Mitte findest, ja, dann kann es auch wieder fließen in Kürze. Und kann natürlich aber auch sein, Behördenthemen, die beendet werden, die dir dann aktiv wieder in deine Mitte helfen. Auch das zeigt sich hier. Also wunderschöne Botschaften für heute. Ich persönlich wünsche euch einen wunderbaren Tag, voller Ruhe, voller Ausgleich,
voller Meditation und voller positiver Aktivität. Ja, alles Liebe, alles Gute. Namaste.